Ja, willkommen zurück bei Crusader No Regret. In der letzten Folge haben wir den Auftrag gekriegt, ein Virus in das Schnellbahnsystem einzuschleusen. Und das versuchen wir jetzt immer noch und wir machen einfach mal da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Weiter geht's. Kurz einen Schreck gekriegt, aber das ist nur. Oh. So, wir sind wieder voll da. Nimm noch das mit. Und jetzt. Machen wir hier Schluss. Klar, es tut dir aber nichts, wenn du schönartig bist. So, rein in den Aufzug. Wenn sie auch nur halb so gut wären, wie ein Silencer angeblich ist, dann hätten sie alle Veterans auf Ebene 2 erledigt. Hoffentlich. Trifft unsere nächste Patrouille nicht auf Sie. Gehen Sie zum Kontrollsystem auf Ebene 3 und starten Sie das Programm. Ich melde mich wieder bei Ihnen. Shepard aus. Da waren noch Veterans, es tut mir ja leid. Ah, oh, die Kanone hab ich nicht erwischt. Aber jetzt. So, gucken wir mal vorsichtig, was da. Ah, da ist eine Kamera. Niemanden habt da. Na, kommst du mal wieder? So.
So. Irgendwie den Strom abstellen. Wahrscheinlich dort, wenn er gerade nicht guckt. Ja. So. Gucken wir uns erstmal um. So, jetzt haben wir erstmal den Strom abgeschalten. Ja, aber hier nicht. Sicherheitstür ist jetzt offen. Kamera. Erstmal provisorisch ein bisschen nach hinten ballern. Ja, hab sogar die Kamera erwischt. Ah, dort. Ja, erwischt. Na. Okay, sehr gut. Hat das Geschütz weggeschossen. Danke ich dir vielmals. So. Lass schon die Taschen von den Leuten untersuchen. Da geht's hin. Da schießt einer mit Granaten und hat den Typen da weggemacht. Das ist auch nicht schlecht. Na, da geben wir nochmal als Geschenk. So. Ja. Der Sensor will nicht hochgehen. Aber da das da drinnen schon weg ist, ist es nicht so schlimm. Kontakt zu MSD-Sicherheitssystem. Sicherheitstür jetzt offen. Ah, da. War ja eine Kettenreaktion. Störsender. Captain.
Wenn Sie die Lüftungsklappe westlich von Ihnen in die Luft jagen, können Sie durch die Lüftungsrohre entkommen. Shepard aus. Okay, Lüftungsrohre. Westlich von mir. Sehen, ob da Lüftungsrohre drin sind. Ah ja, da dahinter. Da ist noch eine Kamera. Was gibt's denn, Kumpel? Verzeihung, ich wollte eigentlich nur die Kamera treffen, aber wie es manchmal so ist. So. Keycard. So. Grundmögliches Infiltrieren durch Rebellen wurde die Codes geändert. Der Tastaturcode lautet 722. Dankeschön, Tag noch. 722. Gucken wir erstmal, was hier oben noch ist. Will er nicht. Ah, der Sensor ist weg. Oh nein. Kontakt zu MSD-Sicherheitssystem. Sicherheitstür jetzt offen. Grüne Keycard. Mist.
Zugang gewährt. Sehen, ob der wieder geschützt ist. Ah. Ja. Er ist natürlich wieder geschützt. Muss man warten, bis er wegguckt. Vielleicht hilft uns der Hebel dort. So. Mich natürlich nur ungern selbst in die Luft sprengen. Ah, so nochmal so eine Spinnenmine. So. Das ist eine Kanone. Vielleicht können wir die erwischen. Wenn sie mal nicht herguckt. Okay. Das Ding haben wir. Und jetzt rennen wir mal zu dem Schalter dort. Was ist da hinten noch eine Kanone? Jetzt, okay. Waffe. Kontakt zu MSD-Sicherheitssystem 947. Zugang gewährt. Elektrische Brücke. Ausgefahren. Okay. Gucken, ich die Laserbarriere dort oben wegkriege. Nee, damit nicht. Jetzt komme ich hier gar nicht mehr vorbei.
So, was habe ich damit bewirkt? Ja, ja, dass die ausgefahren ist, sehe ich. Aber wie kriege ich die Sperre dort weg? Der ist es auch nicht. Ja, okay, das war's. Meine Güte! Achtung, Tabellen wurden die Codes geändert. Timsi 201 für Tastaturzugang. Schönen Tag. 201. Sie haben es geschafft, wie schön. Zwei Räume nördlich von Ihnen ist eine Schnellbahnstation. Ein umprogrammierter Wagen bringt Sie zu unserer Basis. Sie brauchen einen Code für die Tür. Tippen Sie einfach 227 auf der Tastatur. Also, 227. Ich sehe Sie in der Basis. Shepard, aus! Die was bei sich? Ah, der hat was. Lade Datenbank, Sicherheitstür, jetzt offen. Der hatte die Keycard, okay. Danke, Gebiet gesichert, Code Rot aufgehoben. Zugang gewährt.
Okay. Wir haben gehört. So, jetzt. Sieben hat er gesagt. Ich muss mal hier umgucken. Da kann man nur einen Alarm ausschalten. Medikit. Und das hier hinten. Der Schnellzugcode lautet 227, ich weiß. Scheint nichts dahinter zu sein. Nichts dahinter. Na gut, 227. Zugang gewährt. Okay. Zugang gewährt. Obwohl das Lunar Mining Kartell behauptet, der Weltenergiebedarf sei für ein Jahrzehnt gesichert, ist die Energieversorgung des pazifischen Raumes durch einen verspäteten Dai-Core-Frachter bedroht. Mitglieder des Weltkongresses zweifeln daran, dass das LMC den ständig anwachsenden Bedarf, den die Fusionsreaktoren der Erde nach Dai-Core haben, decken kann. Mehrere Abgeordnete fordern, die Mittel für die Erforschung alternativer Energiequellen aufzustocken. Nun die nächsten Meldungen. Heute fanden die Eröffnungsfeierlichkeiten des Gregor-Hoffmann-Instituts für Genforschung statt. Keine Entschuldigungen mehr, Lieutenant. Ich will, dass der Silencer gefunden wird. Wir versuchen unser Bestes, Direktor. Aber was, wenn er nicht allein ist? Tun Sie wie befohlen! Okay, und an der Stelle würde ich sagen, machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Für heute haben wir wieder einiges erreicht. Ich sage tschüss, macht's gut, bis dann. Euer Astronier. Tschüssi.